Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Start. 10 Kilometer, das ist die längste Strecke beim Bogota City Lauf. Die Läufer sammeln noch einmal alle Kräfte, doch sie gehen gut vorbereitet an den Start. Ich konnte viel laufen, verletzungsfrei, nichts passiert. Also von daher, es hat gut, positiv. Schöne Strecke, viele Zuschauer, super. Der Startschuss fällt. Und am Ende macht Silke Schepers vom TV Refrath bei den Damen das Rennen mit einer Laufzeit von 37 Minuten und 33,7 Sekunden. Ich war ganz gut vorbereitet, ja, und die Bedingungen waren heute super. Also kann jetzt nicht sagen, dass ich mich super überanstrengt habe, schon angestrengt, aber nicht verausgabt. Bei den Herren holt sich Jörn Hansen von der LG Alpen am Niederrhein den Titel. Laufzeit 32 Minuten 17,5 Sekunden. Ja, ist immer wieder ein Hammergefühl. Ich habe ja den ersten Lauf hier auch mitgemacht. Also das Publikum ist einmalig hier. Hier läuft man irgendwie ein bisschen anders. Man läuft einfach schneller, man läuft einfach wie beflügelt. Es ist einfach wunderbar. Macht richtig Spaß und das ist auch das, warum man jedes Jahr immer wieder gerne hinkommt. Vor dem Volks- und Straßenlauf hatten bereits Schüler und Hobbyläufer 2,5 und 5 Kilometer lange Läufe absolviert. Das Stadtmarketing zählte insgesamt mehr als 4.900 Starter. Alle Ergebnisse gibt es im Internet unter www.bocholt.de.